Mein Name ist Silvana und wie nur unschwer zu erkennen, stamme ich vom Volk der Katzenmenschen aus den tiefsten, dunkelsten Wäldern dieser Lande. Ich selbst kann mich rühmen, einem der ältesten von uns bewohnten Dörfer zu entstammen. Dort lebt meine gesamte Familie seit etlichen Generationen und auch ich verbrachte meine Kindheit unter dem schützenden Blätterdach. Da wir eng mit der Natur verbunden lebten und uns stets aus ihr nahmen, was wir benötigten, sie aber auch in unzähligen Fällen ihren Lauf in unserem Dorf nahm, waren im Wald das Leben und Sterben unser aller täglicher Begleiter. Schon in jüngsten Jahren erlangte ich viel nützliches Wissen über die Pflanzen und Tiere, etwa deren heilende, aber auch zerstörerische Fähigkeiten, welche von den Dorfältesten allen Jungen gelehrt wurden. Ich hatte jedoch immer das Gefühl, dass ich eine der wenigen war, die ihren Geschichten und Weisheiten tatsächlich die angemessene Bedeutung beimaß und gespannt lauschte. Von anderen Gleichaltrigen hielt ich nie viel. Ich war meist abseits von Lärm und Spaß, wie sie es nannten, zu finden, vertieft in Schriften oder einer unserer Ältesten lauschend, manchmal auch einfach die Wesenheiten der Wälder beobachtend. Einige Halbreife verspotteten mich deshalb, sie beschimpften mich und jagten mich einmal fast in einen der wenigen, zugegeben recht kleinen Flüsse, die in der Nähe unseres Dorfes durch den Wald flossen. Ich konnte ihnen jedoch mit einiger Not entkommen. Womöglich hatte ich dabei eine kleine Hilfe. Ich erinnere mich bis heute noch an eine feine Stimme, die mir den richtigen Weg zwischen den tiefhängenden Ästen am Ufer wies. Bis heute bin ich mir jedoch nicht sicher, wer oder was diese Stimme überhaupt war. Obwohl meine Familie mich sehr liebevoll großzog und ich die Anwesenheit meiner vielen Geschwister und anderer Verwandter meist genoss, zog es mich dennoch in die Ferne. Ich begann mein eigenes Leben in einem dichten Auslöffel des Waldes, nahe einer etwas größeren Stadt. Mein Lebensunterhalt bestritt ich fortan durch Sammeln, Fallenstellen, Jagen und Heilen und den Verkauf meiner Waren. Ich erwies mich glücklicherweise als gute Verhandlerin. Die Bewohner der Stadt begannen meine ruhige, besonnene und freundliche Art bald zu schätzen. Manche junge der Menschen wollten wissen, wer ich war und woher ich kam. Wieder andere brauchten ein offenes Ohr, das ihren Geschichten, seien es traurige oder fröhliche, lauschte. Es schien, als haben ihre eigenen Eltern im Trubel der Stadt zu viel anderes zu tun, als ihren Jungen Aufmerksamkeit zu schenken. Einigen gab ich dies, anderen jenes, manche verdienten keins von beidem. Von denjenigen, die mir abfällig begegneten, hielt ich mich fern. Ich hatte davon in meinem Dorf genug gehabt. Sie hatten meine Ware und meine Aufmerksamkeit nicht verdient. In meinem behaglichen Baumnest weit ab der Stadt mit ihrem grässlichen Fluss, von dem ich immer möglichst viel Abstand wahre, bin ich sicher vor allen Gefahren, denen ich nicht mit Zähnen, Klauen oder Bogen gerecht werden kann. Bis hierher können mir keine der lästigen Köter oder ungezogenen Jungen der Städte folgen. Sie verlieren sich meist ohnehin weit früher auf ihrem Weg durch das Dickicht, welches meine Heimat ist. Spätestens auf dem Rückweg vergessen sie vor Angst oder Hunger den Weg, den sie gingen. Nur sterben lassen kann ich keinen von ihnen. Ich zeige den wenigen, die dumm genug sind, es zu wagen, den Weg zurück, sobald ich es für angemessen halte. Zu gut kenne ich den Schmerz eines verlorenen Geliebten. Und trotz allem bin ich nun hier, fernab von daheim, mit dieser zusammengewürfelten Bande von, nun, nennen wir sie speziellen Persönlichkeiten. Wer weiß, was da noch auf mich zukommt.